Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 26.05.2022. Und unserem DAX ist, ja, der pennt hier weiter vor sich her. Man kann gar keine anderen Bilder nehmen. Wir stehen weiterhin auf der Stelle. Wir sind reingekommen in den 25. Mai. Wo sind wir reingekommen? Wir sind reingekommen auf der Kerze, wir sind rausgegangen das. Das heißt, wir können in den Tageschart gucken, ist die gleiche Soße wie die ganzen letzten Tage. Eröffnung nahe, Tagesstoß nahe Eröffnung. Das heißt, wir zimmern jetzt hier schon das fünfte Doji fast hintereinander. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderhübsch. Es ist wunderhübsch. Viel mehr kann man da nicht wegreden. Also, wir machen das jetzt hier kurz. Wir machen eine 1-Minuten-Analyse aus dem DAX. Wir ziehen den Trigger hier rüber. Es bleibt dabei über 14.100. Hat der DAX Potenzial auf 14.170, 14.250, 354. Muss es noch machen. Die ABC, die wir gestern angesprochen hatten, die ist beendet. Das neue Tief wurde nicht bestätigt, hat nicht nach unten rausgerissen, wurde verteidigt. Jetzt geht es nur darum, über die 100 wieder rauszukommen und weiterzukommen. Sollte das nicht machen, kann es nochmal eine Stufe tiefer. Diese kleine Channel-Kante, die jetzt hier unten ist, war jetzt bei 8,40 gewesen. Am Mittwoch wäre am Donnerstag bei 8,20 etwa. Das heißt, sollte er besonders blöd spielen wollen, könnte sich wieder den Vormittag über hier runterarbeiten, auf die 8,20 stoßen und dann wieder zurück zu 14.000, so wie man das die ganzen Tage kennt. Ja, kritisch wird es erst, wenn er wirklich per Stundenschluss unter 8,50, 800 drunter bleibt, weil dann triggert das sich halt wieder nach unten an und dann kommt auch ein neues Tief unter die 700 runter, dann geht es auch unter die 350, aber muss halt alles erst einmal kommen. Und so wie er jetzt sich bewegt, bleibe ich weiter bei meiner Einschätzung, vielleicht positiv sogar, nee, nicht sogar, sondern leicht positiv, so wie die letzten Tage. Alles, was wir brauchen, ist eine schöne, stabile, solide Verfassung über der 14.100. Und das macht er jetzt an irgendeinem Tag, wo man keiner mit damit rechnet. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Donnerstag wird. Donnerstag sind ja eigentlich schon eher dafür berüchtigt, dass sie gut Bewegung liefern können. Christi Himmelfahrt ist zwar, ist aber jetzt kein Börsenfeiertag. Das heißt, die Märkte haben geöffnet in den USA und Dings. Deswegen vielleicht nicht ganz so doll abschießen mit Alkohol oder zumindest das Trading-Passwort vorher ändern, dass man für diejenigen, die da sich doch ein bisschen eher die Kante geben, dass man da nicht irgendwelche Blödheiten am Donnerstag dann macht. Ne? Aber ansonsten alles unverändert, bleibt gleich, eher positiv zu werten, dadurch, dass unser DAX hier eben auch nicht unten nachzieht, ne? zu der Schwäche, die die Amerikaner liefern, sondern wirklich stabil einfach auf seiner Stelle bleibt und man wartet, dass er oben rauskommen wird. Gut, also Minute habe ich nicht geschafft, aber 3 Minuten, wenn auch eine kurze Analyse, denke ich. Aber ja, was soll man länger besprechen? Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Das ändert sich auch alles nichts, wenn wir das nach 10 Minuten durchkauen. Bleibt so, fertig, Punkt, aus. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag. Gutes Klingen an uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.